Hallo, liebe Kollegen. Ich bin Damian Schweier. Ich bin der Verantwortliche für die Produktion im Relais-Bereich. Wir sind hier in der neuen Einheit, die die Relais produziert für die Fehlerstromfertigprodukte. Als wir dieses Werk in Betrieb umgesetzt haben, war der Plan, so schnell wie möglich den Engpass von Relais-Lieferungen zu lösen. Das heißt, die verschiedenen Maschinen zu validieren. Wir haben da ziemlich technische Prozesse wie Laserschweißen, Ultraschallschweißen oder auch Waschanlagen, die in einem Laborumgebung funktionieren. Wir haben auch Fertigungen, die in dem Mikronbereich Präzision aussuchen. Das heißt auch, verschiedene Leute einzustellen und zu trainieren, dass die Kompetenzen hier sind. Ist das Ganze abgelaufen? Im April haben wir die Produktion gestartet. Wir haben ca. 50% angestellt. Das war für uns ein schwieriger Punkt. Wir hatten Handkräftemangel und da waren viele Leute, die in Bewegung waren, um diese zu trainieren und die gute Kompetenz zu haben. Im November haben wir 1 Million Relais produziert. Wir haben dann eine Schicht aufgebaut, sind auf 2, 3 und 4 Schichten übergangen. Heute haben wir unseren Plan erreicht und haben sogar 20% Vorsprung auf unseren Plan. Das heißt, dass wir 20.000 bis 30.000 Relais jeden Tag zusätzlich liefern. Für nächstes Jahr arbeiten wir an unserem Plan weiter, weil wir werden noch mehr produzieren. Wir haben ein Ziel von 6 Millionen Relais zu produzieren. Und wir bleiben mobilisiert, sodass unsere Kunden weiter und besser geliefert werden können. Wir arbeiten mit unseren technischen Teams an der Stabilisierung von dieser Produktion. Das ist ein von den Keypunkts, dass wir weiterhin gut liefern können. In diesem technischen Bereich haben wir 2 große Aspekte. Ein Aspekt ist die Qualität. Wir müssen weiterhin 100% auf der Qualität sein. Und da ist es oft auf kleine Präzisionsarbeiten zu machen. Und der andere Aspekt ist, dass die verschiedenen Maschinen durchlaufend und robust sind, dass es da keine großen Stops gibt. Das sind die 2 Aspekte, an denen wir weiterarbeiten.